steck mal wieder im Schlamassel. Ich habe jemanden gefunden, der mir hilft. Funktioniert nicht! Verdammt! Das Differential liegt auf dem Boden. Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Also, der Typ meinte jetzt, ich brauche einen Kran. Ein Kran. Wo soll ich denn hier einen Kran finden? Hier ist alles hart, ne? Und dann da einfach komplett die Schlammwüste, ey. Ein Kran? Er meinte, ich soll hier ein Seil drum machen und hochheben und mit dem Kran wieder da draufstellen. Ja, schön und gut, aber ich habe keinen Kran. Was ich auch noch versuchen könnte, wäre, mit meinem Wagenheber das Auto hinten so weit anzuheben, dass ich was drunter schieben kann. Die Laderampe hier zum Beispiel. Ja, irgendwas unter das Rad, dass die Karre hochkommt, dass ich dann irgendwie irgendwo drauf komme. Ich muss gleich erstmal was frühstücken, Käffchen trinken und so, weil ich merke schon wieder, ich werde ein bisschen panisch. Das ist nicht gut. Ein Kran gibt es auf jeden Fall nicht. Das hier muss ohne Kran funktionieren. Oder ich muss hier halt rumfahren und irgendeinem Bauern irgendwie ein Zwanni in die Tasche drücken, dass der mich mit seinem Trecker hier rauszieht. Mann, ich bin hier aber auch reingeslittert, ey. Ja, kriegen wir schon hin, ne? Kriegen wir schon irgendwie hin. Leute, ich hab's verkackt zu filmen. Aber ich habe das Schlimmste hier geschafft. Ganz kurzer Einschub hier, nur weil ich vergessen habe es zu erwähnen. Also ich habe jetzt meinen Wagenheber genommen, habe mein Auto hinten hochgehoben, habe dann die Aufladerampe von meinem Motorrad genommen und die unters Rad geschoben. Und dadurch habe ich es geschafft, mich ein gutes Stück nach hinten rauszuschälen, sag ich mal. Und jetzt kommt da so ein Typ, der möchte mich jetzt noch ein bisschen hier begleiten und nach vorne rausziehen. Ja, der da. Die waren sehr, sehr, sehr nett, aber die haben leider keine Abschleppöse gehabt. Also sie konnten nicht ziehen. Ich komme hier schon wieder raus. Ich weiß nur noch nicht so genau wie. Aber wirklich, das Schlimmste habe ich geschafft, weil da hinten in dem Loch, da hing ich ja, ich hing ja hier unten drin. Und die Karre war komplett auf dem Boden und jetzt stehe ich schon wieder halbwegs gerade und ja, bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Ich freue mich erst, wenn ich hier ganz raus bin, aber ja, schon mal ein Stück. Und ich stehe schon wieder ein bisschen gerade. Man kann hier drin sich wieder aufhalten. Von daher erstmal ein Käffchen. Immer die Ruhe bewahren, Leute. Das ist sehr, sehr wichtig. Mittlerweile bin ich da recht erfahren, was das Ganze angeht. Ja, und jetzt habe ich gerade noch mal ein bisschen hier gestanden und überlegt und mir gedacht, dass ich die Flucht nach vorne ergreifen werde. Ich werde dieses Loch hier, was man hier sieht, da werde ich ganz viel Zeugs reinschmeißen. Alte Pfannen, Steine und sowas. Dann diese Schiene da drauf und dann mit Schmackes über die Schiene nach vorne abhauen. Zumindest stelle ich mir das so vor. Das wird schon funktionieren, da bin ich mir relativ sicher, ja. Oh, ich hatte mal das Mikro aus. Er will mir helfen. He wants to help me. Jo. Thank you, man. Legend. Ich hab's geschafft. Jo. Den letzten Rest hat er gegeben mit seinem Citroën Saxo. Er hat hier aber auch richtig einen backen lassen, Alter, beim Rausziehen. Ehrenmann. Ich glaube, es ist sogar alles halbwegs heile geblieben hier von meiner Rampe und so. Ja, hat gelitten. Am arschulichen Kran, Mann. Stellt sich mal wieder raus, dass diese Auffahrrampe, die hat mir schon mal das Leben gerettet. Das ist zwar nicht dieselbe, ist aber genau dasselbe Modell. Na, das ist für den äußersten Notfall der Bringer, weil du darauf einfach übel Grip hast. Im Prinzip bin ich hier eben reingefahren. Da oben ist eine Sackgasse. Dann habe ich gedreht, wollte da nach links fahren. Wollte da nach links fahren? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Hab deswegen ein bisschen ausgeholt. Aber ja, hier ist wunderbar. Grip. Sinkst du nicht ein. Und 10 cm daneben ist einfach Heiland. Ende. Ja, was soll ich noch sagen, Leute? Ich habe mich befreit. Es ist alles gut. Ich mache jetzt alles ein bisschen sauber. Dann fahre ich schön da vorne zum Strand. Wuhu! Geil! Ich brauche keinen Kran! Geil! Didi, I am thinking about you. Na, na, na. Und ich? Wie sehe ich aus? Prima! So, ich glaube, wir haben alles.
We got all we need, because all we need is love. Yeah. Und mein Birkenstock-Schuh. Wer kann mir den Scheiß hier erklären? Da muss ich mal ein paar Spacksschrauben reinjubeln. Okay. Ja, guten Morgen. Oh, die Linse, wie sieht die denn aus? Die letzten 2-3 Tage nicht gefilmt. Ah. Hier gibt es streunende Hunde, die sich schon ein bisschen hier an mich gewöhnt haben. Hallöchen. Genau, ich habe nicht viel gefilmt. Ich bin wieder am Meer. Jetzt ziemlich weit im Süden. Aber jetzt habe ich ein bisschen eine doofe Neuigkeit bekommen und die wollte ich mal mit euch teilen. Ist nämlich ein Brief nach Hause gekommen, also zu meinen Eltern, wo ich gemeldet bin, beziehungsweise zwei. Zweimal muss ich Strafe bezahlen, je 105 Euro, also 210 Euro Strafe, weil ich in Ungarn eine falsche Vignette gekauft habe. Ich habe eine D1 Vignette gekauft, obwohl ich hätte eine D2 Vignette kaufen müssen. Da waren irgendwie so 10 Euro Unterschied, aber das habe ich halt auch gar nicht geblickt. Also 10 Euro, die ich hätte mehr bezahlen müssen, muss ich jetzt 210 Euro Strafe bezahlen und führt keinen Weg dran vorbei und ja. Bisschen doof, aber ja, ich bin mittlerweile schon drüber hinweg. Wegen so einem kleinen Fehler, das finde ich echt happig, also das ist schon crazy. Deswegen, falls ihr durch Ungarn fahrt, ihr müsst euch ja da eine Vignette vorher kaufen, irgendwie online und so. Passt drauf auf, dass ihr euch die richtige Fahrzeugklasse da zulegt, sonst wird es echt schweineteuer. Ja, ansonsten aber Wetter mega, es ist wieder warm, die Sonne knallt, ja, ist geil, also sonst ist wirklich geil. Ich habe mir hier so einen ganz speziellen Platz irgendwie rausgesucht, bin hier irgendwo runtergetingelt und stehe jetzt hier so richtig im Off. Ist jetzt kein super Platz, aber naja, das Meer ist da unten und so, das ist ja eigentlich ganz schön. Hier sind die beiden Bros, da gehört eigentlich noch ein dritter dazu. Sind eigentlich Feinis, haben ein bisschen Schiss, aber ja. Und ansonsten gibt es jetzt ein paar entspannte Tage. Hoffentlich viel Sonne, schönes Wetter. Dann ist diese Geschichte auch schon wieder bald vergessen. So, ich bin gerade am Überlegen, ob ich eigentlich was Geiles entdeckt. Da steht mein Auto. Und hier ist ein Megaspot. Also hier runterfahren, hier hinstellen und dann das da. Alter, ist das geil? Ist das geil? Komplett der Sandstrand. Mensch, hier geil hinstellen, Dachzelt aufbauen. Moin. Da ist noch, das ist der dritte von dem kleinen Trio. Das ist ein Trio, ein Rudel. Oder hier runterfahren. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber das ist dann sowas, das ist selbst für mich einfach zu krass. Das ist zu krass. Das würde mit einem Allradauto vielleicht gehen, aber also voll die Löcher und das kannst du knicken. Aber hier einen Bus stehen haben, Seitenfenster auf und da unten den Strand sehen. Geil. Hier ist zwar ganz schön steil auch, aber das ist nicht so steil wie das, was ich gestern gefahren bin. Von daher, ja, ich glaube, ich ziehe gleich um, ziehe da runter. Könnte ganz geil sein. Mal gucken, ob wir das schaffen auf Anhieb. Da geht's hoch. Jawohl, das ging. Und wenn das hier geht, dann geht der andere auf jeden Fall. Schön, ein Auto zu haben, wo es egal ist, ob man mal irgendwo gegenfährt, ob man sich neue Kratzer reinfährt, irgendwo übelst im Schlamm stecken bleibt. Das ist geil. Ohne Scheiß, kann ich nur empfehlen. Für solche Sachen braucht man ein Auto, was schon viel gesehen hat und noch viel sehen darf. Ja, sowas zum Beispiel. Braucht irgendeine Ranzkarre. Ja. Die Fenster sind super zum Gucken. So, und das ist nämlich direkt hier. Wow, was ein Weg. Und dann hier runter. Schön langsam. Ihr braucht Allrad. Allrad brauchst du. Nein. Allrad braucht man für sowas hier nicht. Was man aber braucht, ist ein geiler Wendekreis. Den braucht man. Sehr wichtig. Angekommen. Jetzt nur noch die Kunst des gerade Stehens rauspacken. Und dann ist das doch geil, ey. Es ging echt easy.
Wow. Niceness. Und da ist der Strand. Ist das geil? Das ist geil? Das ist geil. Guten Mittag. Guten Mittag. Von immer noch meinem absolut geilen Strandstellplatz hier. Ja, ich habe die letzten 2-3 Tage gar nicht gefilmt. Aber ich habe echt eine schöne Zeit verbracht. Premium-Spot. Echt. Premium. Hat das nächste Video hier zusammengeschnitten. Video Nummer 5 ist gerade eben online gegangen. Wir haben Sonntag, den... Boah, warum will ich das überhaupt sagen? Genau, Sonntag, den 30. Januar. Und es ist echt mega. Ich mache mir jetzt gleich erstmal einen Kaffee. Einen Mittagskaffee, ne, Toni? Und dann gehen wir zusammen mal schön runter zum Strand. Was hältst du davon? Gute Idee, ne? Ja. Da habe ich auch noch eine kleine Geschichte zu erzählen, was Toni angeht. Aber dazu gleich mehr. Eine Story, die ich noch erzählen wollte. Toni ist halt ein Freigänger, so. Der läuft die ganze Zeit draußen rum. Ich mache mir da eigentlich nie Sorgen, dass er irgendwie verschwindet oder so, weil er halt auch super hört. Naja, vorgestern Abend war er weg. Vor ein paar Sekunden war er noch da und dann war er weg. Dann habe ich ja gepfiffen, gerufen, wie auch immer. Toni war nicht da. Und dann, ich stehe halt hier oben ganz in der Nähe von der Straße und genau in dem Moment höre ich halt oben auf der Straße eine Autotür zuknallen und ein Auto schnell wegfahren. Und da ist es mir irgendwie in den Kopf geschossen, dass vielleicht der Toni einfach eingesammelt wurde. Keine Ahnung, das hatte ich halt als erstes im Kopf und dann sind mir auf jeden Fall die Nerven gerissen. Also ich bin hier rumgerannt, habe rumgeschrien und Toni, wo bist du? Und das kann nicht sein. Ja, schon Tränen in den Augen und alles, habe ich dann hinten das Moped rausgerissen, völlig wahnsinnig geworden eigentlich, aber ich hatte halt echt Panik. Ich habe mir ja auch noch schön das Bein aufgeratscht dabei. Ja, und bin dann mit Tränen im Augen irgendwie den Berg da hoch und auf die Straße und wollte dem Auto hinterherfahren, weil ich halt gedacht hatte, irgendjemand hat den eingesammelt. Ich weiß auch nicht, wie ich auf den Gedanken kam. Und um das Ganze jetzt auch direkt aufzulösen, er kam mir dann entgegen, oben auf der Straße. Also, er hatte wieder irgendwas gefunden, was lecker war. Keine Ahnung was. Ey, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich war so froh, diesen Hund wiederzusehen. Ja, und das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig der Hund mir ist, wie wichtig Toni mir ist. Und dass egal was passiert, dass eigentlich das Worst Case wäre, wenn der Toni weg wäre. Und wenn mir einer das Auto klaut, mit Moped drin, mit allem drin, was ich habe, also mir quasi mein Zuhause klaut, wäre mir scheißegal gewesen, ohne Scheiß. Da merkt man wieder, wie wenig diese ganzen materiellen Dinge, wie wenig die eigentlich Wirklichkeit bedeuten. Und was wirklich zählt, sind echt andere Sachen. Also, hat mir krass die Augen geöffnet. Aber ist alles gut gegangen, der Kollege ist hier bei mir. Keine Grund zur Panik. Ja, und sonst, der Spot ist einfach genial. Feier ich. Richtig geil. Auch im Dachzelt pennen hier und so. Mega. Mega nice. Ja, das wollte ich erzählen. Das war's auch schon. Ja, ich mach die Nase an, Alter. Die Nase. Toni, da sind ein bisschen ein paar Sandkörner auf der Nase. Hm? Komm, gib den her. Wie bitte? Ja? Nochmal? Aha.
Was hast du zu sagen? Hast du ein Sandkorn verschluckt, du kleiner Idioten? Oh, Leute. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie froh ich einfach war, als er mir da entgegenkam. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte ohne den. Also hier kann man Stunden um Stunden am Strand irgendwie verbringen. Nur mal zur Erinnerung, da oben steht das Auto. Ja, ich habe jetzt drei Nächte im Dachzelt, glaube ich, gepennt. Und es ist halt auch, guck mal, warum soll ich hier wegfahren? Hier kann man es sich doch wohl irgendwie geil gut gehen lassen, oder? Vor allem kurze Hose, T-Shirt und es ist nicht kalt. Ist total geil. Der Sand ist voll warm an den Füßen. Boah, ich liebe das, ne? Deswegen bin ich hier. Und wegen solchen Blicken.